Ich melde mich aus den offiziellen Semesterferien. Hallo, mein Name ist Nancy. Ich studiere an der TU Dresden im vierten Semester Soziologie und wurde gefragt, ob ich euch mit in meine Semesterferien nehmen möchte. Und das werde ich. Mein erster Stopp ist allerdings die Universität. Ich habe noch ein Seminar und dazu nehme ich euch mit. Und jetzt gehen wir zum Seminar Qualitative Interviews. Sehr spannendes Seminar. Hier sind wir beim Falkenbrunnen oder auch der Philosophischen Fakultät. Weißt du, wo wir hin müssen? Ah ja. Aber es war gut, weil jetzt wissen wir, was wir machen müssen in der Projektarbeit. Wann die Abgabe ist. So, ich habe mich jetzt spontan mit einer Freundin zum Lenken verabredet. Das ist die Ausbeute. Das ist übrigens Elisabeth. Kann man das eigentlich sagen, in diesem Gebäude, dass da der Vlog geschnitten wird, dass ihr dahinter sitzt und dort arbeitet? Hier wird es geschnitten. Wahrscheinlich irgendwo da oben. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, ein Nap zu machen. Erstens, weil es so warm ist. Zweitens, weil ich müde bin. Und drittens, weil es heute Abend noch an die Elbe geht. Zu einem Freund, der hat mich eingeladen zu einem Geburtstag. Ich bin erwacht. Mein Schlaf ging tatsächlich 2 Stunden lang. Ich habe ihn gebraucht und bin auch froh, dass ich so lange geschlafen habe. Dafür bin ich jetzt topfit für die Elbe. Du studierst auch an der TU Dresden. Ja, ich studiere auch an der TU Dresden. Was studiert er wohl? Kein kariertes Hemd. Ist es eventuell Maschinenbau? Vielleicht. Good morning! Wir haben es 8.25 Uhr. Der gestrige Abend war sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es total genossen. Wir haben ein bisschen gedanced, Bierpong gespielt und uns sehr gut unterhalten. Ich habe halt jetzt gleich die Klausur. Aber ich fühle mich trotzdem relativ fit. Ich denke, ich bin ganz gut ausgeschlafen und bereit für die Klausur. War gut. Ja, war halt eine Englischklausur. Also eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, ich mache nach Hause und dann, ja, treffe ich mich heute Mittag mit einem Freund. Mal schauen, was wir machen werden. Es soll ja sehr, sehr warm werden. Ich glaube, 33 Grad. Guten Morgen. Ich bin schon seit 1,5 Stunden wach, sitze in der Küche, habe erst noch gegessen, jetzt mache ich schon Uni. Heute ist nichts weiter geplant. Dementsprechend kann ich die Zeit mal nutzen, um ein bisschen Prüfungsvorbereitung zu leisten. So, ich habe mich jetzt entschieden, diesen kleinen Racker ein bisschen Fell zu nehmen. Er hat ja ziemlich viel und bei dieser Hitze stelle ich es mir nicht so angenehm vor. Jetzt werde ich mein Zimmer aufräumen, denn ihr seht es nicht und ihr werdet es auch nicht sehen. Aber mein Zimmer ist ein bisschen chaotisch, deswegen dachte ich, räume ich mal auf. Und bevor ich das tue, werde ich, glaube ich, ein paar Rosen trocknen. Das ist jetzt total, das Licht ist ein bisschen weird vielleicht für den einen oder anderen. Aber das ist tatsächlich eins meiner Hobbys. Also ab und an kaufe ich mir selber ein paar Blumen oder Rosen oder wenn ich welche geschenkt bekomme, dann schmeiße ich sie eigentlich nie weg, sondern trockne sie. Und das mache ich manchmal einfach nur so, weil es mir gut tut. Ich melde mich aus den offiziellen Semesterferien. Es ist Montag. Heute ist nichts weiter geplant, außer hoffentlich wach werden, Uni machen, was essen und heute Abend zum Volleyball. Morgen zum Dienstag. Der
zweite offizielle Semesterferientag dieses Sommersemesters. Ich freue mich sehr, denn heute geht es für uns an die Kiesgrube. Kiesgrube Leuben. Oh mein Gott, was ist er? Ein Nagetier. Jo, wo kommst denn du her, Homie? Oh mein Gott, kommt der an Land? Oh mein Gott, ist er süß. Aber ich hätte ein bisschen Angst, wenn er jetzt hierher kommt, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, er kommt raus. Ja, lass mal, wir machen dir bestimmt Angst. Schönen guten Morgen, wir haben es 11 Uhr. Gerade ist mein Ventilator angekommen. Ich freue mich sehr, dass er angekommen ist. Den baue ich jetzt gleich mal auf. Also irgendwie habe ich das Gefühl, komplett lost zu sein. Das passt ja niemals. Ich bin, also, außer ich drücke das hier vielleicht richtig arg zusammen. Aber das geht doch auch nicht. Mann. Ich werde es kaputt machen, ehe ich es überhaupt benutze. In dieser Anleitung steht nämlich auch, dass dieses Ding, was hier eigentlich so draufgeschraubt ist, eigentlich hier unten irgendwo ist. Ah! Oh mein Gott! Kein Wunder! Oh mein Gott! Okay, okay, jetzt kriegen wir es hin. Moment der Wahrheit. Ah, es funktioniert! Und dann schläft es sogar. Wow. Heute Abend geht's ins Kino. Wir haben tatsächlich so Premiere-Tickets letzte Woche gekauft. Freust du dich, Lilly? Ja, ich auch. Zeig dich mal. Ach so. Schick. Lilly hat ein Oberteil von Ellie noch bekommen. Und Elisabeth sieht so aus. Warte, ich muss dich filmen. Das ist mein Look. Lilly, freust du dich? Ja. Lilly, freust du dich? Also, es ist jetzt Ende des Filmes. Wie fandet ihr ihn? Richtig gut. Richtig, richtig. Du? Süß. Süß. Ich fand ihn selber auch sehr, sehr gut. Also wirklich empfehlenswerter Film. Ich weiß nicht, darf man dafür Werbung machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir machen es einfach. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch einen kleinen Einblick in meine erste Semesterferienwoche erhaschen. Hier oben befindet sich ein weiteres Video von Nora. Sie studiert internationale Beziehungen und hat euch eine Woche lang mitgenommen. Und hier unten befindet sich ein weiteres Video des YouTube-Kanals TU Dresden. Probieren. Ja, genau. An dieser Stelle dann tschüss und bye bye.